Die Firma Peel in Eisenhüttenstadt ist vielleicht nicht vielen ein Begriff. Peel ist seit 22 Jahren in der Stadt eine technische Großhandlung für Betriebe und versorgt diese mit allen Verbrauchsmaterialien, die benötigt werden. Dabei reicht das Sortiment vom Toilettenpapier bis hin zu Schrauben und ähnliches. Das 22. Jubiläum feiert Peel in Eisenhüttenstadt am Donnerstag und lud dazu viele Kunden und Geschäftspartner ein. Und denen wurde einiges geboten. Wir haben gesagt, dieses Jubiläum wollen wir nicht nur an sich feiern, des Jubiläums willen, sondern wir wollen, und das ist einmalig hier am Standort, den Kunden dafür auch den entsprechenden Rahmen bieten und haben deshalb unsere Haupthandelspartner eingeladen, also die Hersteller, mit denen wir die beste und auch tiefste Zusammenarbeit haben, um hier zu repräsentieren, zu präsentieren, was wir also im Portfolio haben. Und die Frage, wenn die Frage lautet, was kann der Kunde heute hier erwarten? Also eine ganze Menge Firmen, sehr interessante Workshops dazu, also an der Zahl 9 Stück, die wir über den Tag verteilt bringen. Neben verschiedenen Workshops, wo viel experimentiert wurde und beispielsweise auf die Gefahren beim Umgang mit gefährlichen Stoffen hingewiesen wurde, präsentierten sich die Kunden der Firma Peel. Zudem zeigte die Werksfeuerwehr von ArcelorMittal als kleines Highlight des Tages, wie eine Höhenrettung funktioniert. Dazu rückte die Feuerwehr zeitweise an, fuhr die Drehleiter aus und seilte sich aus einer Höhe von etwa 30 Metern ab. Neben den ganzen Feierlichkeiten wollte die Firma Peel aber auch ein Zeichen für den Mittelstand setzen. Wir wollen noch jahrzehntelang technischer Händler sein und von daher setzen wir ein Zeichen hier in Eisenhüttenstadt auch für den Mittelstand und sind hier präsent. Deshalb feiern wir auch die 22 Jahre so groß. Man sieht ja, viele Großunternehmen kommen und gehen. Letztlich First Solar ist jetzt ein schönes Beispiel. Die waren ganze 5 oder 6 Jahre hier. Und wir als Mittelständler setzen eben ein Zeichen, dass wir sagen, wir haben 1990 Pioniergeist entwickelt, wir haben hier einen Standort gegründet, wir sind hier unternehmerisch tätig, wir sichern hier Arbeitsplätze und sind eben für unsere Industriekunden vor Ort da. Und ja, das ist eben das Zeichen, das wir setzen, vielleicht mit so einem etwas krummen Jubiläum mit der 22. Aber es gibt doch nicht viele Unternehmen hier in der Region, die sich vor 22 Jahren hier angesiedelt haben. Peel betreibt neben dem Standort Eisenhüttenstadt noch 3 weitere, in Deutschland und in Dänemark. Insgesamt hat der Familienbetrieb derzeit 107 Mitarbeiter und hat vor, die 100-jährige Firmengeschichte auch noch künftig als Familienbetrieb fortzusetzen.